Die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern wollen Vorbereitungen für eine wieder kritischere Corona-Lage im Herbst und Winter treffen. Es müsse mit einer schweren Welle gerechnet werden, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach laut der deutschen Presseagentur nach zweitägigen Beratungen. In der umstrittenen Frage des weiteren Angebots kostenloser Bürgertests wurde noch kein fertiges Konzept präsentiert. Es solle ein Paket vorgelegt werden, das er noch mit Finanzminister Christian Lindner finalisiere, sagte Lauterbach. Der Gesundheitsminister betonte, dass Bürgertests aus seiner Sicht auch über die bisherige Regelung bis Ende Juni hinaus unbedingt notwendig seien. Es müsse aber nicht mehr jeder Bürgertest gemacht werden, Tests ohne Anlass sollten eingeschränkt werden. Nach zweitägigen Beratungen haben die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern angekündigt, am 1. Juli zu einer Sonderministerkonferenz zusammenzukommen. An diesem Tag soll auch der Bericht eines Sachverständigenausschusses zur Beurteilung bisheriger Pandemiemaßnahmen vorgelegt werden. Erst dann sollen die konkreten Vorbereitungen für den Corona-Herbst beschlossen werden.